Du siehst so zufrieden aus. Genau, endlich wieder los. Auch wenn es nass und kalt ist, aber wir können nach 2 Monaten Zwangspause endlich wieder fahren. Sind jetzt gar nicht so weit gefahren, stehen hier auf einem relativ neuen Stellplatz in Fennekotten. In der, wie heißt das, Maas, Schmalm-Nette Region bei Brüggen. Und der Platz ist noch nicht ganz fertig, aber wer autark stehen kann, der hat hier schon mal alles, was er braucht und der ist wunderschön angelegt. Wir wollen einfach das Wochenende ein bisschen genießen, vielleicht ein bisschen Weihnachtsdeko noch ins Wohnmobil bringen. Dafür müssen wir gleich noch einkaufen. Hier gibt es ein Action in der Nähe. Und der Platz hat schon so viele liebevolle Details, dass wir euch definitiv dazu ein separates Stellplatzvideo machen und euch mitnehmen, wie wir das Wochenende zwischen Regen, Wolken und 3 bis 4 Grad verbringen werden. Bleibt dran, wir freuen uns, dass ihr uns zuschaut. Bis gleich! Warum regnet jetzt? Weil wir Fahrrad fahren wollen. Ja. Wie immer, ne? Ja. Das ist ein Kindercreme. Wo fahren wir denn hin? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie ein paar Knotenpunkte markiert. Erstmal Richtung dem See, also das sind ja nur 1 Kilometer oder so, am Fennekottensee. Von da aus in den Schwalmbruch. Von da Richtung Niederkrüchten. Von da in den Action. Dann in Action für Weihnachtsdeko, von da aus, wenn es geht, noch da Richtung Borner Mühle, Brücken und dann zurück. Das sind ja läppische 42 Kilometer im Regen. Schauen wir mal. Genau. Guck mal, hier ist eine Infotafel, was hier so am Fennekottensee alles so los ist. Gibt es auch eine Homepage, Interessengemeinschaft. Bert der Baumeister. Eine Bücherkiste. Gucken wir mal, was da drin ist. Auf jeden Fall aufpassen, dass kein Wasser reinkommt. Es sind zwar viele Bücher drin, aber wenn es regnet, ist das schlecht. Ja. Ja, zu gucken. Ja, lass mal lieber, bevor die nass werden. Der Deckel ist voller Wasser. Hat ja gut geregnet gerade, aber kommen ersten Sonnenstrahlen durch, nachdem ich ja die Brille jetzt voll Wasser habe. Hier runter kommst du zum See, da geht auch ein Fahrradweg runter, aber ich weiß nicht, ob das der ist, den wir jetzt brauchen, weil keine Ahnung. Schauen wir mal. Kleiner Ausflug mit dem Wohnmobil nach Fennekotten und hier haben wir auch schon direkt den Fennekottenweg, See. Weil der Stellplatz liegt am Fennekottenweg. Da kommt man ja ganz durcheinander mit dem ganzen Fennekotten. Das letzte Mal, als wir hier waren, lag Schnee. Und dann haben wir gesagt, das nächste Mal fahren wir im Sommer hier hin. Prima, haben wir toll gemacht. Oh, guck mal, da paddelt einer. Oh, ist das kalt. Da paddelt einer. Das kleine Pünktchen da auf dem Wasser, das ist ein Ruderboot. Ja, der ist aber ganz schön schnell. Der war eben noch hinten am Ende. Hier liegen ja auch alles Boote hier vorne. Guck, das gluckert hier so schön. Ich muss aufpassen, hier ist schon Wasser. Ja, sonst das gluckert du auch. Hier ist schon Wasser. Hier liegen alles Boote. Sonne. Da kommt die Sonne. Ob der nur so paddelt oder ob der angeln will? Keine Ahnung. Ist bestimmt von dem Restaurant neben dem Stellplatz. Da gibt es heute Abend Fisch. Ja, nee, frischen ist klar. Fisch. Da gibt es frischen Fisch. Das hat er gehört. Ja. Da fahren wir mal weiter, bevor es wieder regnet. Was soll ich jetzt sagen? Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Ich bin gefrustet, ich kaufe mir im Sportgeschäft extra
Winterhandschuhe. Habt ihr erstmal an. Wir sind 2 Kilometer gefahren und die lösen sich auf. Ja. Scheiße. Das sind Auflöshandschuhe. Die waren richtig teuer. Das sind 2x Handschuhe. Fliegen die Gänse. Meine Hose ist jetzt schon dreckig. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr Wasser. Schön. Hier ist schön. Wir sind schön blöd. Wir lassen die Räder da alleine stehen. Das ist alles moorig. Alles sumpfig. Irgendein Schwalmbruch. Naturerlebnisgebiet. Marschwalmnetze. Ist rutschig. Was haben wir denn hier für Füße? Ihr macht es überall gluck gluck. Ja, pass auf, dass du eine gluck gluck machst. Ja, hier ist rutschig, ich passe hier schon auf. Ich gehe wie auf Eierchen. Hier gibt's Erdkröten. Die steht da, ganz in Rot. Guck mal, hier sind nackte Füße. Das ist der Elmter Schwalmbruch. Facettenreiches Naturschutzgebiet mit botanischen Kostbarkeiten in naturnaher Auenlandschaft. Das ist doch keine Speisekarte. Doch, da kannst du auch scannen. Da steht ein Füßchen da. Und wenn du hier stehst, dann würden die ganzen Informationen durch den Barcode, durch deine Füße in dir eingescannt. Ja, ja, beam me up, Scotty. Das ist interaktives Lernen. Da ist doch die Erdkröte. Guck mal, die hat dicke Backen. Die sieht aus, wie ich, wenn ich frühstücke. Ja. Und die sieht aus, wie ja, ich, wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe. Was sind das? Teddykühe. So ein Teddykuh. Doch, das sind Teddykühe. Ah, den Joghurt. Schau, das macht er auch nicht zum ersten Mal. So locker wieder das. Ich bin wieder. Scheiße, wie sehe ich denn aus? Schweinchen, Schweinchen. Meine Jacke auch? Nein. Ich bin wieder auf meiner Informationsplattform und empfange gerade die Informationen per Transformation. Wir sind hier am Lüskamp. Ja, lesen kann ich am Lüskamp und dem Boschbegtal. Das ist die grenzübergreifende Naturschutzgebiet zur Erhaltung von Feuchtgebieten. Ach nee. Guck mal, das Wasser schäumt. Ist mit Persil gewaschen. Ich gehe jetzt Vögelchen gucken. Ich gehe jetzt Vögelchen gucken. Könnte man eigentlich. Ja. Hier steht der Fischreier. Ja, guck, Vögelchen. Hier sind Piepmatzen. Guck mal, du alter Geier.
Action! Ja, sie wird Action im Action. Ich brauche Weihnachtsdeko fürs Wohnmobil. Fürs Wohnmobil, ja. Ich will das gleich dekorieren. Außerdem brauche ich Kekse. Brauchen wir denn hier Kürbis? Ich will ja was für ein Fenster, ne? Anstatt doch. Oder? Anstatt die Schmetterlinge. Hm? Ja, nix verkratzt. Da sind sie. Und hier ist auch jetzt ein Preis dran. 4 €. Meine Sterne. Aber. Ich muss ja jedes Mal abhängen. Du kriegst die Jalousien nach mehr zu, ne? Richtig. Oder Stadt. Da funktioniert auch nicht. Die Schmetterlinge sind ja flacher. Nee, geht nicht. Dann müsstest du so flache nehmen, aber das will ich jetzt auch nicht. Was? Wolltest du Wintermix haben? Ja, nehmen wir drauf. Ich krieg auch was. Ja. Und das erste Schild gesehen, Glühwein. Glühwein an der Marina. Da gibt es bestimmt Glühwein, weil das ist das Notres mit den Ärzten des Hungers. Und, Moment, wie mich mit dem Inselschlösschen. Das steht wieder drauf. Wie mir ab, Scotty. Ich habe wieder Informationstransfer. Vom Vergnügungsort eines Lebemanns zum beliebten Naherholungsziel. Aha. Ein Stückchen weiter gibt es noch Minigolf. Ich glaube, da ist aber gerade nichts mit Minigolf. Hat ausgegolft. Ja. Kannst du Bötchen fahren? Kein Bötchen fahren? Nee. Erst wenn die Lämpchen da an sind. Guck mal, eine Wildwasserbahn. Ja. Das ist eine Fischwandertreppe bestimmt. Bestimmt eine Fischwandertreppe, oder? Ja. Ja, da können wir doch noch hoch. Traurig, ich wollte Kaffee trinken. Ja, und ich jetzt? Ich wollte einen Kaffee, ich wollte einen Apaka-Lounge-Kaffee trinken. Und was ist? Zu. Ja, wie immer bei uns. Da vorne, wo die großen Scheiben sind, ist das Kaffee. Von da aus kannst du nämlich hier auf die Alpakas gucken. Hier sind ganz, ganz viele. In den dollsten Farben. Das ist sogar ein graues da hinten. Das siehst du aber von da nicht. Und da sind auch noch was. Sind die kleinen. Das sind die Traurigen. Ich bin zu klein, ich krieg nur das blöde Holz drauf. Das auch noch. Ich kann doch immer Foto machen. Ich sag ja, die kennen dich, die wissen direkt, wo du bist. Hi, Packies. Das ist, wenn man so grau und wuschelig auf dem Kopf ist, dann fühlt man sich eben wie eins. Aha, ja. Das mag es sein. Ne? Du wolltest zwar dekorieren, aber was du auf dem Kopf hast. Ich
mache ein Foto für meine Kollegen nach dem Motto, dass ich ausgelastet bin, damit sie Montag mir genügend Arbeit übrig lassen. Aha. Das kann man doch nicht mal ungestört Blödsinn machen, dann wird man direkt gestalkt. Guck mal, ich mache auch Licht an, dann sieht man mich besser. Ist besser. Ja, ich sitze immer noch dumm rum, ne? Ja. Ziemlich. Sind eben 40 Kilometer gefahren und ich hatte eine richtig schöne Mühlenstrecke mir ausgeguckt und ja, wie das so war, hatte ich die aber übers Tablet markiert und unterwegs fiel mir ein, Mensch, wir müssen die Knotenpunkte ja noch ins Handy eingeben. Dann habe ich mal so halb blind, wie ich war, ein paar Punkte angetippt und wir sind jetzt, oh, wie viele Stunden? 4 Stunden? Ich habe gar kein Mikro. Ja, locker. Und sind circa 4 Stunden nur durch den Wald gefahren. Was bei dem regnerischen Wetter natürlich Bombe ist. Ich habe eben erstmal meine Hose abgewaschen. Waldwege sind leider nicht immer befestigt, eigentlich eher in der Minderheit. Ich weiß auch noch nicht, wie wir die Räder in die Garage bekommen oder die Garage, wenn die Räder sind, sind wieder sauber. Plan war eigentlich ja auch, dass ich heute noch hier ein bisschen dekoriere. Ich wollte noch ein bisschen Weihnachtsdeko machen. Ich wollte euch auch noch mal zeigen, wie wir so mit der Omnia kochen. Vielleicht für den einen oder anderen auch eine schnelle Rezeptidee, was wir da nachher brutzeln werden mit Gnocchis und Hähnchenbrust. Ja, irgendwie komme ich aber nicht in die Gänge. Ich drück mich. Ich habe eben noch ein bisschen Deko gekauft. Und ein bisschen. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? 44? Um den Dreh rum, ja. 44 Kilometer. Ich bin jetzt irgendwie platt von der frischen Luft. Nicht von den Kilometern. Ich könnte noch laufen, aber ich bin einfach müde. Wir haben dann noch fast eine Stunde mit den Betreibern, also nochmal viele Grüße an Nina und Stefan, draußen gestanden und ihren lieben, tollen Kiddies vor allem. Also der Kleine eben im Wagen, als der versuchte, den Bulli zu fahren. Mega cool. Der Junge hat, oder das Mädchen, konnte ich jetzt nicht genau erkennen, hat echt Talent. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir es ja festgehalten, dass ich noch dekorieren will. Ich denke mal, wir machen jetzt einen Cut. Meinst du nicht, dass du ein bisschen viel gekauft hast? Ich bin ja eigentlich gar nicht der Weihnachtsfan, ne? Und zu Hause gibt es auch keine Weihnachtsdeko. Könnte ein bisschen viel sein, ne? Ja, wir müssen ein größeres Wohnmobil haben. Yeah! Dann habe ich auch Platz! Und? Schweißgebadet, Stunden später, ja. Ich habe es geschafft. Irgendwie war es zu viel, was ich mir da rausgesucht hatte. Aber geht zu Hause halt wieder raus. Können halt unsere Matschschuhe jetzt nicht in die Wanne stellen, aber ist egal. Ja, ich zeige euch mal, was wir gemacht haben. Fangen wir klein an. Das Filzset habe ich hier schön auf die Herdplatte unter den Kessel gestellt. Die Girlande könnte ich noch gegen ein weihnachtliches Zuhause tauschen, aber die Schmetterlinge bleiben da jetzt erstmal dran. Man hat sich dran gewöhnt, oder soll ich sie abhängen? Was meinst du? Warte bis zu Hause. Schreib mir mal, bleiben oder in Winterschlaf. Dann mache ich das Licht gleich wieder aus. Wir haben hier oben diese Blume hingestellt, macht das Ganze ein bisschen netter, hängt zwar in die Jacken rein, aber dann stopfe ich sie halt wieder hoch, nur falls draht ich mir das ein bisschen zusammen, Draht habe ich aber jetzt nicht mit. Mach mal Licht mal aus, nach vorne hin haben wir eine Jutekordel, die mit den kleinen LEDs bestickt ist, oben in der Ablage bestickt, reingelegt, kann man einfach nach hinten stopfen, hat man auch in den letzten Jahren immer schon gehabt, ich weiß gar nicht, ach, das waren die Cuttenballs, die da oben hängen, die haben wir jetzt im Fenster, deshalb ist es immer leer geblieben. Ja, und jetzt kommt unser Weihnachts-Special Edition. Die Cuttenballs, die hingen ja. Das Homeschild haben wir hier um ein kleines Weihnachtsmotiv erweitert auf dem Tisch. Einfach ein kleines Arrangement mit 2 LEDs und unser Selfmade Alfredo Board haben wir jetzt unsere praktischen Stoffkörbchen herausgenommen und mit ein wenig Deko versehen.
Unsere Entensammlung steht zu Hause im Sideboard. Die haben wir rausgenommen, weil ist ja ganz witzig. Wir kaufen eh keine mehr. So viel Platz haben wir nicht. Bräuchte man einen Morello, glaube ich, oder einen Liner zumindest, um die alle unterzubringen. Und Nomen ist oben der Name. Hat das Duckmobil ja jetzt. Also wir werden die Enten jetzt auch nicht weiter sammeln. Ganz witzig, aber irgendwo hat es seine Grenzen. Die Deko fliegt nachher wieder in diese grauen Stoffkörbchen, die wir da sonst stehen haben. Die stehen jetzt oben im Schrank. Die Schränke sind ja eh nicht alle befüllt bei uns. Und dann kann man es, wenn man es fährt, wieder rausholen. Hinten das und das hier kann stehen bleiben. Also das einfach in die Versenkung und dann beim nächsten Halt wieder rausholen. Der Stern ist einfach nur hier in den Schrank gestellt. Da wir hier Körbe haben, passte das Batteriefach locker dazwischen, hat Halt und Klappe zu. Und wenn wir ins Bett gehen, Klappe auf, Knöpfen drücken, ist der auch aus. Und was hier so klappert, sind nicht meine Knochen. Wir kriegen momentan, die Tür ist es irgendwie nicht oder doch, oder der Türrahmen, wir wissen es noch nicht genau, was es ist. Alfred hat eben schon die Tür nachgestellt. Keine Ahnung, was es ist. Habt ihr eine Idee, was das ist, außer dass ich vielleicht 5 Kilo abnehmen müsste oder auch 10. Mach mal die Tür auf, ist doch weg. Super, ne? So schnell nimmt man 5 bis 10 Kilo ab. Wünsche ich mir auch immer. Aber hey, die kommen gar nicht so schnell wieder drauf. Na, ja, siehst du mal. Ah, pass auf. Und schon, ja, wie beim Essen. Einmal zu viel. Essen, das war der Schritt zu viel. Genau. Jetzt haben wir noch unseren Fredel hier übrig. Da liegt ein Schuh rum. Stimmt, der sitzt ja auch noch der da. Der Fredel sitzt noch da. Damit haben wir was ganz Spezielles vor. Und zwar haben wir gedacht, unser Fredel, eigentlich ein Türstopper, wollten wir zum Lüften nehmen, wenn du nasse Schneeklamotten im Bad hast, dass du die Tür dann mal auflässt. Wenn du da sitzt, stört es ja keinen. Dann kann das hier so ein bisschen ausdünsten. Kann man aber auch anders lösen. Wir haben gedacht, unser Fredel ist genau das richtige Gimmick für unser Partyzelt, das hinten der Lounge aufgebaut wurde, weil morgen die älteste Tochter unserer Betreiber ihren Geburtstag dort feiert. Den stellen wir als Überraschung da rein. Dann hat sie einen kleinen Weihnachtswichtel und ich glaube, das ist genau die richtige Deko, weil heute ja auch noch andere Weihnachtsdeko angebracht worden ist, wie ihr im Stellplatz-Video seht. Und da passt Fredel super zu. Also schon mal nochmal schöne Feier morgen. Unbekannterweise habe ich deinen Namen mir eben nicht gemerkt. Aber auch an deine Familie. Morgen eine wunderschöne Geburtstagsparty. Ich muss jetzt kochen. Oh, Fütterung der Raubtiere. Herzlich willkommen in Bettys Omnia Kochstudio. Weil alles andere kann ich nämlich nicht mit kochen. Bei uns kocht ja der Mann. Alfred war ja im vorherigen ersten Leben, nach dem zweiten und jetzt dem dritten oder vierten, wie man es meint. Mal Koch, hat er zumindest gelernt. Okay, war jetzt falsch formuliert, aber lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Omnia heißt für mich irgendwas, was da ist, rein. Wir fangen an mit Gnocchis. Dann kommt darauf unser Hähnchen geschnetzeltes und mariniert. Und darüber eine Gemüseschicht aus frischen Champignons und einigen Erbsen. So, legen wir mal los. Die Gnocchis werden einfach verteilt. Hände sind natürlich gewaschen, sonst würde ich das nicht machen. Normalerweise für 2 Personen ist eine Packung Gnocchis völlig ausreichend, eher schon fast zu viel. Aber das wäre jetzt das Pfützelchen, was übrig bleibt. Zumindest für uns. Ich hau die jetzt alle rein. Vielleicht kommt ja noch einer vorbei, der Hunger hat. Man muss nur aufpassen, wir arbeiten mit der Silikonform, ne? Dass man halt nicht zu viel Masse reintut, weil die Form, die Silikonform ja nicht so hoch zu befüllen geht, wie als wenn ich sie nicht hätte oder ich hätte die beschichtete. Da habe ich ja vorher meine Grenzen. Sind was zu viel, aber wie gesagt, was soll ich mit dem Rest? Beim Fleisch halte ich mich jetzt etwas zurück. Bäh. Muss ich das mit der Hände anfassen? Okay. Bäh. Mag ich eigentlich gar nicht, aber ich verteile das jetzt locker auf die Gnocchis. Werde aber nicht das ganze Fleisch reintun. Das habe ich heute schon meinem Göttergarten kundgetan.
Ich gebe dir Mörs, nicht Fleisch. Kann er sich morgen in die Pfanne tun zu Hause. Das ist jetzt nicht mehr viel für zu Hause in der Pfanne. So, ist das für okay. Okay, ich muss mal Hände waschen. So, darauf, da das nicht gedingst ist, gewürzt ist, gebe ich ein bisschen, wenn was rauskommt, Salz. Wo ist dann hier das Loch? Da, das ist aber das große Loch, das mache ich dann. Nicht so viel, weil ich habe hier so ein Tütchen drin. Benutze ich normalerweise gar nicht. Ich finde, die machen immer furchtbar, furchtbar viel Durst. Aber das war bei den Gnocchis dabei. Und damit das Ganze auch eklig ist. Und schon wieder ein. Das ist der Nachteil. Knobi wird bei uns irgendwie immer hart. Ne, Knobi-Pulver ist zwar umstritten, aber ich fange hier nicht noch an, frisches Knobi zu pressen. Das kann Alfred machen, wenn der kocht. So. Ich mache ein bisschen Gewürzi. Noch etwas Oregano. Also mit dem Würzen bin ich so eher nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein. Da darf man nicht zugucken und dem Ganzen nicht denken, oh Gott, was gibt das denn? Komischerweise hat es bis jetzt immer noch geschmeckt. Einschränkung, sonst hätte ich auch schon längst was gesagt. Einschränkung, wenn ich es mit der Omnia mache. Zu Hause funktioniert das blöderweise irgendwie gar nicht. Nachwürzen muss ich auch nicht, das passt irgendwie immer. So, jetzt schneide ich die Champignons in Scheiben. Ja, ich musste ausmachen. Wir wollten euch die Schneidekünste meiner Frau vorenthalten. Die hat nämlich eigentlich die Art, sich immer zu schneiden. Das ist dann etwas lauter, weil ich habe irgendwie eine Phobie vor Schnittwunden. Und ja. Also man könnte es auch kippen, aber ich tue heute mal einen auf vornehmen. Und das soll ja auch nicht zu viel werden. Nicht zu viel werden. So. Ist auch nur ein kleiner Rest drin. Aber so, dann Creme Fin da drauf. Wir haben gelernt, dass ich immer alles zustelle. Wir haben noch ein Badezimmer, hier wird auch Wasser. Das sieht, wenn ich koche, sonst etwas chaotischer aus. Ich tue ja jetzt wirklich nur auf Vornehmen, wegen der Kamera. Ich vermische das Creme Fin noch mit Wasser, damit wir noch ein bisschen Soße haben. Und wenn ihr das mit Nudeln oder Reis auch machen solltet, ist es immer total von Vorteil, wenn ich so ein bisschen Ziehflüssigkeit in meiner Omnia habe. Ich koche also weder die Nudeln noch, ich glaube, wir haben sogar einen Schneebesen, den ich nie benutze. Guck mal. Ich mache das nämlich sonst mit einer Gabel. Ich quirl sonst mit einer Gabel und nehme auch den kleinen Messbecher. Nur ey, für euch, hey, ich hole hier für euch noch die Kronjuwelen aus dem Schrank. Und ja. Oh, nix. Ich habe nur gerade an den kleinen Messbecher gedacht, weil da schon hängen ein paar Tropfen daneben. Wie hätte das wohl mit dem kleinen ausgesehen? So wie es sonst aussieht. Guck mal. Tue ich einen auch vornehmen, aber ich komme bei mich selber hier nicht drüber, ne? Sie wächst über sich hinaus. Dann nehmen wir das Ganze schön durchgemischt und schütten es einfach über unsere gefüllte Omnia. Immer schön mittig bleiben, gucken, dass es sich zum Rand hin verteilt. Macht es aber eigentlich von alleine. Nicht über die Silikonform schütten und rechtzeitig aufhören. So, wer mag, könnte es noch mit Käse bestreuen und das Ganze dann als überbackenes Gericht essen. Da wir aber ja mit der knarrenden Tür zu tun haben und ich immer noch der Meinung bin, das liegt an unserem Übergewicht, lassen wir das mit dem Überbacken hier besser. Damit ihr nicht nachher denkt, oh, das schmeckt aber gut. Ich habe das oben drüber noch ein bisschen nachgewürzt.
nochmal Thymian, Basilikum, etwas Pfeffer und etwas Knobi, damit das auch von oben sich schön durchzieht, wenn das gleich anfängt zu blubbern. Und wieder natürlich, wenn wir mit Gas kochen, für Frischluftzufuhr sorgen, Deckel auf, Simmerring natürlich drunter, die Omnia nie ohne den Simmering anmachen, schön mittig auf eure Gasflamme setzen, Deckel drauf, 10 Minuten volle Flamme. Gnocchis brauchen nicht so lange, da würde ich jetzt mit 35 Minuten gleich noch auf kleiner Flamme arbeiten. Bei Nudeln nehmen wir gerne 45 Minuten, bei Reis auch, Kartoffeln sogar 50, wenn wir sie roh machen. In den Niederlanden gibt es ja so kleine Kartoffelstückchen, also die sollten schon, die sind dann fertig gewürzt, ich auch. Und da sind 50 Minuten schon besser. So, let's go. Timer gesetzt und bis gleich. Wir machen ein leckeres Essen aus Omnia. Dazu nehmen wir einen Lappen, weil der Deckel ist heiß, und öffnen unser Töpfchen. Da füllen, nicht da. Ja? Ja. So, und das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe, um das Essen aus der Omnia zu holen, mir einmal diese Silikonlöffel besorgt, damit ich meine Silikonform auch nicht beschädige. Und löffle jetzt lustig uns was auf die Teller. So. Soße war reichlich, die Gnocchis sind schön weich. Also von daher sieht alles gut aus. Ja, jetzt ist jetzt Nudeln oder Reis ja weg, keine Soße mehr da gewesen. Genau, Nudeln oder Reis hätte sich, wir machen auch oft, wie heißt das andere Zeug? Couscous und sowas, wie heißt das andere nochmal? Couscous und Bulgur. Also da hast du die Flüssigkeit dann gut aufgesogen in die Beilage. Okay, ich würde einfach mal sagen, guten Appetit. Wir werden jetzt erstmal essen. Speisen. Aktion Friedel startet. Tschüss, Dagmobil. Ich ziehe jetzt bei Nina und Stefan ein. Da passe ich auf die lieben Kinderlein. Hier ist für die heutige Geburtstagsfeier das Zelt aufgebaut. Und wir platzieren uns den Friedel jetzt doch, dass es zu einer netten Überraschung wird. Schaut, wenn ihr das Video schaut, liebe Nina und Stefan, ihr wisst jetzt, von wem der Friedel ist. Gucken wir mal. Setzen wir ihn hier am besten auf den Gabentisch. Animiert mich ja schon, ihn mit dem Sternchen da zu versehen. Und so. Bis dahin, Nina. Tschüss, mein Freund. Mach's gut, Friedel. Pass auf die Mädels auf, ne? Und auf den Jungen natürlich auch. Wir wollen jetzt noch ein ganz klein wenig Fahrrad fahren. Für in einer Stunde ist Regen angesagt. Aber für eine Runde um den Block tut's auf alle Fälle noch. Okay, wir zeigen euch noch mal so ein bisschen hier diese Ferienwohnungsanlage, die hier an den Platz grenzt. Weil Fennekotten war früher mal ein reines Urlaubsdorf mit ja, kleinen Häusern, Dacias, und mittlerweile dürfen die Häuser ohne, ich glaube, allzu große Umbaumaßnahmen bewohnt, also ganzjährig genutzt, als Wohnhaus genutzt werden. Ist aber total ruhig hier und irgendwie mega idyllisch. Ganz wichtig ist, es gibt hier keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. Wenn ihr hier seid, bringt eure Brötchen, eure Getränke, alles mit. Ansonsten gibt es hier nämlich nichts. Notfalls nebenan im Lokal Auszeit. Da könnt ihr lecker einkehren. Die Öffnungszeiten sind im Winter aber auch ein bisschen begrenzt. Und das gibt es hier. Jede Menge Vögel, Gänse, irgendein Geschnatter im Hintergrund. So, wir fahren jetzt mal los. Ganz typisch hier für die Siedlung ist, dass die ganzen Wege immer mit so einem geschnitzten Tier markiert sind. Dann habt ihr da eine Ansammlung von, ich glaube, 4 Häuser auf jeder Seite. Und
die Wege gehen auch nicht durch, dass du auf die andere Seite kommst, dass da so ein Trampelpfad zwischen ist, sondern das ist echt eng. Ich bin ein paar reingegangen und musste jedes Mal zurückgehen, aber richtig schön angelegt und ruhig. Und gerade jetzt in diesem matschigen Novemberwetter ist hier der Hund begraben. Ne? Wir sind ja wieder nur durch den Wald gefahren. Fahrrad putzen, so können wir das nicht in die Garage tun. Ja, aber diesmal sieht nur das Rad so aus. Ja, normal sehe ich ja auch immer so aus, aber das habe ich heute mal geschafft zu vermeiden. Die können. Und schon wieder ist ein Wochenende zu Ende. Wir haben das Wohnmobil abfahrbereit gemacht, das heißt eigentlich wieder startbereit fürs nächste Wochenende. Handhabt ihr das auch so, dass ihr, wenn ihr losfahrt, also nach Hause wieder fahrt, das Wohnmobil so weit putzt und aufräumt, dass ihr freitags direkt wieder starten könnt und zwischendurch einfach nur noch ein bisschen frische Wäsche oder Lebensmittel einräumen müsst? Schreibt mal, wie ihr es handhabt. Wir putzen immer noch schnell durch und sind praktisch allzeit abfahrtbereit. Richtig. Das Wochenende war sehr ruhig. Das Wetter war ziemlich verregnet und nieselig. Dadurch haben wir diesmal auch nicht so viel gemacht. Eben die Fahrradtour sind wir nach 10 Kilometern wieder zurückgefahren, zumal wir im Kreis gefahren sind. Wir wollten eigentlich nach Brüggen und haben immer wieder Fahrradschilder nach Brüggen gefunden, aber die immer ungefähr die gleiche Kilometerzahl hatten. Ne? Ja. Und dann sind wir nachher abgebrochen. Wir hatten auch vergessen, die Akkus vom Fahrrad zu laden. Von daher, gemütlicher Ausklang ist noch früh. Es wird ja auch momentan gegen 16 Uhr schon dunkel. Fahren jetzt gleich nach Hause und trinken da gemütlich noch einen Kaffee. Ja, was soll man sagen? Wir kommen definitiv wieder hier in die Gegend. Gerade Schwalmbruch, Brüggen, Nettetal oder die ganze Gegend hier ist echt ein gutes Fahrradland, ne? Mhm, super. Also auch im Wald, die Wege waren ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, ein bisschen rutschelig, weil so viele Blätter da lagen, aber da drunter waren die fest. Also es waren keine Matschkuhlen. Die waren schon gut zu fahren, auch bei diesem Wetter. Und vom Spazierengehen gibt es hier richtig schöne kleine Wanderwege, wo man dann auch stundenlang durch die Landschaft oder Natur gehen kann. Wenn es trocken ist. Ja. Betreiberpaar, top. Der Platz super verheißungsvoll für die Zukunft. Wie gesagt, jetzt auch mit Strom. Hat sich am Wochenende so ergeben, kurzfristig. Ja. Da waren Einzelmenschen hier, dass jetzt auch Strom da ist. Heute feiert die Betreiberfamilie hier noch ein kleines Fest. Da wollen wir auch nicht stören und ziehen jetzt unsere Runden. Wir würden uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch. Lasst uns einfach ein Abo da. Kostet nichts. Tut euch keinen Abbruch. Und solange ihr nicht die Glocke klickt, bekommt ihr auch nicht immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochladen. Mit uns helft ihr damit ein bisschen weiter, weil wir unsere Stellplätze weiter in gewohnter Art und Weise vorstellen wollen, plus das separate Video, was wir an dem Wochenende so alles auf dem Stellplatz und dessen Umgebung erlebt und gesehen haben. Alfred darf auch was sagen. Schreibt uns in die Kommentare, was euch an unserer Art, Videos zu machen, gefällt, beziehungsweise nicht gefällt. Nur dann können wir uns weiterentwickeln. Wir analysieren zwar unsere Videos, aber das ist wie der Baum im Walde, den man manchmal nicht sieht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dazu was schreibt. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Restwochenende ist ja schon vorbei. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.